Na gut. So, Kätzchen. Wir müssen wieder gehen. Warte mal, wie sind wir da nochmal reingekommen? Da. So, jetzt passt auf, da ist ja irgendwo so ein Typ gestanden. Suche nach der Zeugin, neues Ziel. Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Na gut. Suche die Zeugin. Muss ich jetzt wieder raus? Wahrscheinlich, oder? Oh, warte mal, ich schau mal kurz. Exit. Warte! Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Jetzt geht der Priester weg. Als Poltergeist kann man Lebende manipulieren. Oh. Jetzt kommt er! Er schaut ihn auch nicht aus oder so in Staubsauger. Er lässt ihn einfach rein. Oh. Verlassen. Na gut. Geh, 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 geh! Oh Gott. Einer ist da. Oh, das ist wie geschreckt, Mann. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft dir eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Oh, kann dich nie an Objekte? Ja, das weiß ich schon. Ihr Spiel spricht aus, was ich denke. Es wird gewonnen. Da draußen mit all diesen Leiden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich bin nicht, dass ich vermisst kann. Einen Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Ja, Mann, tu ich doch. Ja, ja. Mann. Ist da draußen auch noch einer? Nein. Dämonen gehören vernichtet. Betreten, jawohl. Verdammt, was jetzt? Also, wo ist sie hin?
Welcher Hinweis sagt mir, wo sie hin will? Notiz der Mutter, Motiv des Mörders, zur Mutter vielleicht, weiß ich nicht. Notiz der Mutter. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. Neuer Hinweis. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Begib dich zum Polizeirevier. Na gut. Uns fehlen nur immer zwei von diesen Gastanks da, oder? Oder was das war da? Für die Geschichte da. Von Salem. Aber wir kommen noch immer nicht dran. Denn uns. Es fehlt nur eine Fähigkeit. Damit wir daran kommen, liebe Leute. Weil mich hätte jetzt auch noch nicht mehr verraten. Wobei jetzt auch gar nicht was. Schaut, es ist da die Polizei weg und so. Die sind, glaube ich, neich, oder? Kaum zu glauben, dass heute Nacht ein Cop ermordet wurde. Es ist schön, weit weg von all den Problemen der Großstadt zu sein. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Okay. Keine Ahnung, was ihr redet. Darüber. Keine Dementoren in Sicht. Nix da. Okay. Polizeirevier, da komme ich nicht durch. Wo war ich da schon eigentlich? Ja, da war ich schon. Ja, da hinten haben wir die Zeichnungen enthüllt. Naja. Geht's echt gut? Da komme ich nicht durch. Jetzt muss ich da alles außen umlatschen. Aber irgendwie kommt mir vor, schaut's doch ein bisschen anders aus wie vorher, oder? Bin mir jetzt aber nicht sicher. Der ist auf jeden Fall ein echter Typ. Können wir da was enthüllen oder so? Oh Gott. Was habe ich getan? Hey.
Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Brad. Gut. Okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Wie oft der Typ da im Hintergrund nur vorbeilauft. So geil. Es ist nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in dieser Nacht geschah. Brad. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Oh, schottischer Whisky. Und die ist da sicher, oder? Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Ach so, ich muss jetzt zur Tankstelle. Tankstelle ist nicht weit von hier. Da waren wir ja eigentlich auch schon mal bei der Tankstelle, aber... Gibt es einen Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Du verträgst ja nicht gerade viel. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Dass der was mitgekriegt hat, der Rick, wenn er sie da gerade ausspeibt bis zum Gehtnimmer. Lau, was? Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Brad für dein Telefonat. Drei von fünf Hinweisen. Schatz mal, komm ich da irgendwie durch? Da glitzert ja noch was. Wo ist denn das? Sie schauen beim großen Tunnel. Dem kann ich nix da. Ja gut, die werden da jetzt... So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Einen Zeugen. Ja gut, die könnte man natürlich vorstellen.
Sondern es alle drei? Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Sie alle haben einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte, wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Jo. Das war's jetzt aber auch nicht. So, jetzt nochmal zurückgehen zum Brad. Obwohl, ich möchte jetzt kurz mal schauen. Da durch müssen die kommen, Schatz. Wo war denn jetzt der Brad? Der war ja da, oder? Brad. Da. Was? Ein lauter Knall. Wo schaut er hin? Er schaut in diese Richtung. Jetzt gehe ich einfach mal da hoch. Gut, da komme ich nicht durch. Ja, da war ich doch gerade, oder? Ich habe jetzt nicht reden können mit ihm, oder? Nee. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal weiter Richtung Polizeidirektion. Polizeirevier. Ich denke mal, es wird sie schon irgendwas aufklären. Achso, ich bin schon da. Das ist die Frage, kleines Mädchen. Da geht's nicht lang. Ach so, okay. Ah, komm, egal. Ich geh jetzt zum Polizeirevier. Da war ich, glaube ich, aber noch nicht, gell? Nee, war ich nicht. Von einem Ritter eskortiert. Ausnahmsweise fühlte ich mich draußen bei Nacht sicher. All die Geschichten, er sei der gefährlichste Mann Salems, sie fühlten sich wahr an. Niemand konnte uns etwas, weil niemand ihm etwas konnte und ich war bei ihm. Bin bei ihm, werde bei ihm sein, ich weiß es. Oh ja, wie romantisch. Wann waren die Prozesse? 1800? Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Ui, zum Glück sind die Türen zufällig offen. Betreten. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise.
Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder allein war, als Stütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Cop-Killer. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt. Er hat noch nicht gepatzt. Wird er aber. Wo ist die verdammte Glockenmordakte? Habe ich sie in meinem Büro vergessen? Spähen. Irgendwelche neuen Hinweise in meinem Fall? Ankunft der Leiche in der Leichenhalle. Todesursacheobduktion ausstehend. Vorläufige Forensik. Keine Fasern, kein verdächtiges Blut-DNA, keine Fingerabdrücke am Tatort. Eine der besten Sichtungen des Glockenmörders und sie haben keinerlei verfolgbare Beweise oder Hinweise gefunden. Wir Korps halten zusammen. Ich muss an die Abteilung glauben. Missing. Update zu neuen Entwicklungen. Joy und Cassandra Foster. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklungen. Was ist passiert? Opfer. Verbindungen zwischen den Morden. Alle Opfer an der Tafel waren junge Frauen ohne Anzeichen sexueller Gewalt. Das waren sicher alles... Medium-Frauen. Das sind alles Medium-Frauen. Das Symbol, das der Glockenmörder an seinen Tatorten zurücklässt. Was hat eine Glocke mit seinen Morden zu tun? Poltergeist. Aber mich hat zuerst... Nein, Sir. Das wüsste ich selbst liebend gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Rex ist angesichts fehlender Beweise und ausbleibenden Fortschritts in meinem Fall frustriert. Rex, wir schaffen das schon. Wir werden das schaffen. Oh. Wenn das nur der merkwürdigste Anblick heute Nacht gewesen wäre. Oh, okay, cool. Obduktionsbericht. Todesursache Erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch Erdrosseln. Schwere Abschürfungen an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmorden.
konsistent in an. Alle Opfer wurden von ihrer Ermordung gefesselt. Leute, das Telefon. Hab ich dich schon angeschaut? Nein, gar nicht. Steht das in Verbindung mit dem Symbol des Glockenmörders? Die Glockenmorde wurden an willkürlichen Orten in der ganzen Stadt begangen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zwischen Orten zu geben. Gegenüberstellung der Verdächtigen. Größe ca. 1,90, Gewicht 95 Kilo, bauathletisch, kaukassisch, Fragezeichen, Augenfarbe blau. Erkennungsmerkmale immer mit Maske, Kapuze. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Oh Gott, jetzt ist der Typ da reingekommen. Okay. Karte, Flyer. Weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal das dann nennen. Ich muss Infos zu den vermissten Mietern finden. Er hat gerade die Akte zu den vermissten Mieterinnen aktualisiert. Vielleicht enthält sie nützliche Information. Spin? Aha. Cassandra Foster, 42, wohnt in den Regal Apartments, professionelles Medium und Profilerin. Berät gelegentlich die Polizei Salem, zuletzt vor 2 Wochen vom Nachbarn gesehen, kein Vorstrafenregister. Joy Foster, 15. Erziehungsberechtigte ist ihre Mutter Cassandra Foster. Aufenthaltsort des Vaters nicht bekannt. Vor 2 Jahren aus dem Schulsystem ausgeschieden, von zu Hause ausgerissen. Einiger Vergehen überführt, minderjährig. Unerlaubtes Betreten, Diebstahl und Einbruch. Vermisst Meldung für Joy Foster zurückgezogen. In Haft. Was hat er Neues zu den vermissten Mieterinnen notiert? Ja, das ist da in Haft, oder? Achso. Achso. Ja, war da nicht richtig. Ja, passt schon. Die Vermisstmeldung wurde zurückgezogen, weil sich die Zeugin hier im Revier in Haft befindet. Sie wird wohl noch im Haftraum sein. Können jetzt vielleicht ein bisschen Poltergeist schauen? Einfach keiner reagiert. Ah, ihr habt alle Beweise. Mehr kann ich hier nicht herausfinden. Ich sollte lieber die Zeugin finden. Okay, absolut richtig. Finde die Zeugin im Haftraum. Just Cause 2. Okay, gut. Ich werde aber jetzt mal eine Folgenpause machen, liebe Leute. Und in der nächsten Episode werden wir in den Haftraum schauen. Und na, vielleicht kriegen wir die Joy irgendwie da wieder raus und so, dass uns dann doch nur irgendwie hilft. Oder vielleicht können wir
Vielleicht können wir durch ihr mit der Polizei reden oder so. Mit dem Rex zum Beispiel. Na, mal schauen, wir werden es herausfinden in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.